Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Flex Calisthenics. Mein Name ist Felix und heute möchte ich dir die größten Fehler zeigen, die du vielleicht in deinem Klimmzugtraining machst. Kommen wir zu Fehler Nummer 1 und zwar dem fehlenden Setup. Du springst an die Stange und musst dann lange dafür sorgen, dass du erstmal einen vernünftigen Griff hast. Wie hier. Genau. Da hast du schon von Anfang an so viel Energie verbraucht und die Chance ist sehr gering, dass du dann einen vernünftigen Griff hast, damit du deine Klimmzüge ordentlich starten kannst. Deswegen unbedingt vernünftiges Setup, am besten eine Box, irgendwas hinstellen, damit du erst den Griff befestigen kannst und dann in den Klimmzug reinstarten kannst. Fehler Nummer 2 ist ein schlechter Griff. Ja, du hängst nur mit den Fingern an der Stange oder zumindest hast deinen Griff so gewählt, dass du nicht maximale Power aufbringen kannst. Sieht dann so aus. Ja. Da bist du einfach schlichtweg nicht in der Lage, maximale Power auf deinen Körper zu übertragen, deine Schultern vernünftig anzusteuern und schon dreimal nicht lange an der Stange zu hängen, wenn du mehrere Wiederholungen auch machen möchtest. Deswegen sorg da auf jeden Fall dafür, dass du einen bombenfesten Griff hast. Kommen wir zu Fehler Nummer 3 und zwar ein zu enger Griff. Durch einen zu engen Griff kannst du einfach auch da die Schultern nicht richtig ansteuern, plus du blockierst dich selber beim Klimmzug, ja, weil die Arme vor deinem Körper sind und du nicht wirklich dich vernünftig nach oben ziehen kannst. Fehler Nummer 4 ist dann natürlich ein zu breiter Griff. Ja, mal übertrieben gezeigt. Genau. Ja. Hier fällt es dir einfach gerade auch als Anfänger massiv schwer, deine Schultern vernünftig anzusteuern und einfach einen effizienten Klimmzug zu machen, weil auch hier stimmt diese alte These nicht, breit macht breit sozusagen, sondern lieber schauen, dass du einen richtigen Griff hast, eine richtige Griffbreite, dann einen technisch korrekten Klimmzug und dann mehr oder weniger auch dann über Gewicht arbeiten. Kommen wir zu Fehler Nummer 5 und zwar deine Ellenbogen wandern nach außen. Ja? Sieht dann so aus, dass du den Klimmzug so einleitest, dass die Ellbogen von Anfang an nach außen gehen. Das ist ein klares Zeichen, dass du fehlende Außenrotation in der Schulter hast. Fehler Nummer 6 ist fehlende Schulterblattansteuerung. Ja? Sieht dann so aus, Schultern hängen dir an den Ohren und so wird dann auch hochgezogen. Genau. Das heißt, deine Schultern hängen hier oben, du leitest die Bewegung über die Arme ein. Das ist einfach ein ganz klares Zeichen, dass du wenig bis keine Stabilität im Schultergürtel hast, plus dein Latissimus nicht vernünftig ansteuern kannst und noch ansteuerungsmäßig nicht ganz verstanden hast, wie du einen Klimmzug einleiten solltest. Fehler Nummer 7, ganz klar Kipping, Pull-Ups oder irgendwelche Pull-Ups, wo wir in irgendeiner Form Schwung holen, sieht dann so aus, da gibt's sehr gut. Also da gibt es die kreativsten Art und Weise, wie Leute Schwung holen, die können wir jetzt gar nicht alle nachmachen. Ziel sollte eigentlich sein, die Power wirklich aus dem Rücken, Schulter und Arme zu generieren und nicht aus einem Kipp oder aus einer Fußbewegung oder sonst irgendwas. Fehler Nummer 8 sind Half-Rap-Pull-Ups. Das bedeutet, du ziehst nicht über den maximal möglichen, sinnvollen, kontrollierbaren Bewegungsradius. Sieht dann zum einen so aus, dass wir nicht ganz hochziehen, ja, oder nicht ganz runtergehen. Das ist ein sehr, sehr, sehr häufig vertretener Fehler, dass die Leute nicht ganz runtergehen und ja, wirklich Half-Rap-Pull-Ups machen. Das ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass auch da die Kraft noch nicht so da ist und dass du gerne da ein bisschen dein Ego zurückschrauben solltest, um dann vernünftige Pull-Ups zu lernen. Kommen wir zu Fehler Nummer 9. Du hältst deine Klimmzüge zu lange an oberster Stelle, was dazu führt, dass du einfach das Risiko extrem erhöhst, da Ellenbogenprobleme zu bekommen. Sieht dann so aus.
Dein Ellbogen ist dann in der maximalen Flexion, geht sogar noch nach hinten und du hältst diese Position statisch. Da herrschen enorme Kräfte auf deinem Ellbogen und die führen dazu langfristig oder können dazu führen, dass du Ellbogenprobleme bekommst. Also das bitte, wenn es geht, vermeiden oder wirklich nur gezielt im Training einsetzen. Aber da musst du wissen, wann und warum. Fehler Nummer 10. Wir haben keine Spannung in unserem Hintern, in unserem Gluteus und in unseren Beinen. Ja? Sieht dann so aus. Hintern ist nicht wirklich angespannt, Beine hängen irgendwo, ja, und wir ziehen uns da hoch. Früher oder später passiert es dann einfach, dass du wenig Kontrolle über die Bewegung bekommst, zum Pendeln anfängst oder halt anfängst dann hier auch hochzukippen. Da muss man jetzt auch mal sagen, dass es jetzt 10 Fehler waren. Die können auch alle in Kombination ineinander auftreten. Also es ist nicht nur, man macht den einen oder den anderen Fehler, sondern oft passieren sehr viele Fehler gleichzeitig und die sollte man auf jeden Fall eliminieren, um einen effizienten Pull-up zu erlernen, damit man da auch nicht nur nachhaltig trainiert, sondern einfach auch gezielt stärker werden kann mit einem System, das zu dir passt und du dann hoffentlich bald deine 10 Klimmzüge, deinen ersten Klimmzug, 10 Klimmzüge schaffst oder eben Klimmzüge mit Zusatzgewicht, um darüber stärker zu werden, damit du eine gute Basis schaffst, um dann auch fortgeschrittene Skills zu erlernen. Wenn du da Hilfe dabei brauchst, nicht nur bei der Analyse von Klimmzügen, sondern auch von allen anderen Übungen, die du so machst, einen vernünftigen Plan hast, der einen roten Faden in deinem Training hat, der dich von A nach B bringt, dann trag dir sehr gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Dann rufen wir dich mal an, schauen, wo du gerade stehst und wie und ob wir dir da weiterhelfen können. In diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Dein Felix und Lukas.